Und ich habe ihnen immer viel Mühe gegeben, dass unsere Schulen schön und sauber aussehen. Und das gilt für meine komplette Partei und damit haben wir nichts zu tun. Das Zweite ist, Meinungsfreiheit. Genau das. Und meine Meinung ist, dass die AfD es regelmäßig schafft, rechte und extrem rechte Parolen und alte Feindbilder zu bedienen. Selbe Plakatsprüche plakatiert wie die NPD. Deutschland ist nicht das Sozialamt der Welt, ist fast wortgleich von beiden plakatiert worden. Ganz kurz sagen, das war die CSU aber auch. Ja? Und auch die CSU haltet für rassistisch. Das ist meine Meinung und ich hoffe, dass das auch unter Meinungsfreiheit fällt, wenn ich das so empfinde. Ja, und diese starke Polarisierung sollte erlaubt sein. Und wenn wir nicht miteinander reden wollten und nicht miteinander diskutieren wollten, würden wir nicht hier auf einem Podium sitzen, oder? Also, dass man uns unterstellt, irgendwie von Negern zu sprechen, fällt aber nicht unter Meinungsfreiheit. Und wenn das heute hier nicht noch revidiert wird, dann werden wir dagegen angehen. Wir haben Schwarzafrikaner als Parteimitglieder, völliger Schwachsinn. Das ganze Ding wurde aufgenommen. Ich muss allerdings ehrlich für ein Thema nach der Sache hier halten. Das können wir nochmal genauer darüber sprechen. Aus der Linkspartei noch dazu äußern. Ja, okay, klar. Ja. Also grundsätzlich denke ich, dass es auf jeden Fall von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, wenn man sich damit im Transparent hinstellt, habe ich keine Probleme mehr damit. Und von wegen sexistisch und rassistisch, das ist so, weil ich denke, wenn die AfD regelmäßig sagt, wir wollen zur Kernfamilie zurück, das ist auch dieses Familienbild, was eine Beatrix von Storch mit bitte 3 Kinder pro Familie etc., das ist auch einfach schon von der NSDAP so verfolgt worden. Und die Frau am Herd, das ist sexistisch. Wenn man sagt, okay, wir brauchen keine Frauenquote in Aufsichtsräten etc., dann ist das sexistisch, einfach. Darf ich mich dazu ganz kurz äußern? Ja. Ich frage, ja. Ich meine, gebe es ab, das ist kein Thema. Jetzt kann ich ja nicht mehr nachfragen. Okay.